Ja, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Es geht sich um Folgendes. Und zwar rufe ich an wegen dem Ford K. Ja. So, und ich möchte jetzt eigentlich zur Arbeit kommen. Ja. So, jetzt habe ich mich aber eben beim Duschen auf die Zahnpasta, auf den Zahnpasta-Spender draufgesetzt. Ja. Jetzt kann ich mich natürlich nicht hinsetzen. Ja, sind Sie männlich oder weiblich? Ja, männlich. Männlich, ja, dann ist das ein Fall für einen Urologen, denke ich mal. Aber nicht für Notfallprogramm für ein Ford K, wenn Sie sich auf einen Spender draufsetzen. Ja, aber und wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ja, wie gesagt, am besten auf der Trage im Rettungswagen. Also die holen die kompletten den Zahnpasta-Spender raus? Ja. Und die Zahnbürste? Mit allem drum und dran. Und danach können Sie wieder wunderbar in Ihrem Ford K sitzen und dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Ja, vielen Dank. Ja, dann wünscht Ihnen denn die Fordwerke auch einen schönen guten Morgen, denn. Das war ein Blödmann, oder? Ja, weißt du, was der gerade gesagt hat? Er hätte sich hingesetzt und hätte sich auf den Zahnspender draufgesetzt. Er hätte jetzt die Zahnbürste mit dem Spender im Arsch. Was er damit machen würde. Hallo? 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 Ja, hallo. Fordwerke. Ich bin es wieder. Ja. Hören Sie mal, ich kann da nicht anrufen. Tja, da habe ich kein Einfluss drauf, wenn Sie da nicht anrufen können. Können Sie da nicht einen rausschicken? Hä? Können Sie da nicht einen rausschicken? Ja, dann geben Sie mir mal Ihre Adresse, da schicke ich Ihnen den Rettungsdienst der Stadt Köln zu Ihnen. Ja, aber dann was ist ja auch so peinlich. Die Herren, die fragen bestimmt, von welcher Firma die Zahnbürste ist. Ist die von Dental oder ist die mit beweglichem Schwingkopf? Ich werde die bestimmt jetzt nicht anmachen. Leute. Ja, dann machen wir mal an. Nee. Lieber nicht. Na, wieso? Es hat keine elektrische Zahnbürste. Sie erzählen einen Quatsch. Wieso ist das keine elektrische Zahnbürste? Leck mich an der Tech. Ich lasse lieber aus. Lassen Sie lieber aus, wieso? Ja, nee, Leute. Wieso, das ist doch, ist das jetzt eine elektrische Zahnbürste von Dr. Best oder eine von Dental? Die ist mit Akku. Also, ich rufe jetzt mal den Rettungsdienst an, ja? Ja, danke. Tschüss.